Bad Windsheim in Mittelfranken ist durch seine Kureinrichtungen und sein Thermalbad am Stadtrand bekannt. Der historische Kern Bad Windsheims erzählt von der Tradition als Reichsstadt, die 1803 endete. Erst knapp 90 Jahre später wird hier der weit über Franken bekannte Kurbetrieb aufgenommen. Neben der Thermalquelle sind die Trinkquellen erwähnenswert. Allerdings getrunken wird hier auch ein ganz anderer Saft. Direkt neben dem Bad wird Frankenwein verkauft und verkostet. Das Genusswerk steht im Dienste regionaler Produkte. Hier haben wir die im Frankenland typische Boxbeutelflasche. Ja, die gibt es nur hier im Franken und darf auch nur Frankenwein drin abgefüllt werden. Und hier haben wir einen Riesling Spätlese. Und das ist hier vom Weingut Düll aus Ipsheim. Also wir haben die 5 Winzer alle hier um die Ecke sitzen. Aus Ipsheim, aus Bullenheim, aus Ergersheim und aus Auernhofen. Das passt ruhig auch mal zum schwereren Fleischgericht, weil er einfach die Wucht hat durch die Spätlese. So, wie gesagt, Regent, schöne Vanillearomen, bisschen Holz, im großen Holzfass ausgebaut. Kommt aus dem Bullenheimer Paradies. Das sind so Genussweine, auch so durch die Bank, die kann man auch einfach nur so verkosten. Dem Verkauf ist die Gastronomie angeschlossen. Wenn Sie natürlich nachher drüben mit Steak oder Rehbraten, dann passt natürlich auch sowas Schwereres dann dazu. Nach der Weinprobe gibt es nebenan die passende regionale Küche. Und wer sich genauer anschauen möchte, woher der Wein aus dem Genusswerk stammt, kann vor den Toren der Stadt den Ipsheimer Weinwanderweg erkunden.